Ich will noch einen sehen. Sehr schön. Das war schon sehr gut, Junge. Ich spüre eine unruhige Hast in deiner Schwertführung. Weit stärker als nur der bloße Ehrgeiz, es beherrschen zu wollen. Ich weiß zwar nicht, was sich zugetragen hat, aber ich habe das Gefühl, dass du das Schwert nicht für unlautere Zwecke verwenden wirst. Link, nimm es an dich und führe es gut. Du hast das Heroenschwert empfangen. Schwinge es durch Drücken von B. Mach es dir zur Aufgabe zu erlernen, es perfekt zu beherrschen. Schließlich willst du den alten Mann, der so viel Vertrauen in dich gesetzt hat, nicht enttäuschen. Das Schwert diente seit jeher als das Instrument zur Bekämpfung alles Bösen. Der Träger vertraut ihm seinen Wunsch an, stärker zu werden und mit ihm und seinen Aufgaben zu wachsen. Also als treue Weggefährten begleiten sie sich auf ihre Reise. Werde stark und wachse mit deinen Aufgaben, Link. So, kann ich endlich danke. So, Heroenschwert. Schwert, das du von Vater Orca erhalten hast. Mit B schlagen. Oh, ich möchte ihn wütend machen. Nun hör aber auf damit. Link. Gefälligst auf damit. Ich finde das so geil. So. Jetzt gehe ich nochmal zu meiner Schwester, um ihr zu sagen, dass ich ein Schwert habe. Machen die mittlerweile irgendwas anderes? Nein, die sind immer noch am Diskutieren. Wow. Unglaublich. Ich mache aber auch nur noch Präludien und dann... Ich mache mir wirklich Sorgen um das Mädchen, das in den Wald gestürzt ist. Ja. Schön. Und dann mache ich, glaube ich, Schluss, weil ich merke, dass ich langsam müde werde. Ach ja, ich kann ja jetzt den Rasen mähen, ne? Sollte ich vielleicht auch nochmal machen. Link, was war das denn vorhin für ein Lärm? Ist etwas passiert? Ein wirklich prachtvolles Schwert. Ich wäre dir natürlich sehr dankbar, wenn du damit das Unkraut auf meinem Rasen mähen könntest. Ich würde ja fragen, was ich für eine Belohnung kriege, aber die Belohnung ist ja schon im Gras versteckt. Boah, nervt dieser Till. Man findet oft die erstaunlichsten Sachen im Gras. Mähen ist also nicht nur unerfreuliche Arbeit. Ah ja. Natürlich. War jetzt auch sehr erfreulich, die Arbeit.
So. Hier gibt's kein Überqueren verboten. Und hier ist mal wie immer nichts versteckt. Das war so klar. Und die Musik wird leiser und verschwindet. Man hört nur noch das Rauschen des Windes. Nichts. Ah. Hier sind die ganzen Rubine. Zur Feenquellenruine. Das Glück des Vorstands sei mit dir. Ach du Scheiße, war das knapp. Nee, die wollte ich jetzt nicht. Ich wollte die Kamera. Erstmal ein Foto machen, wie die da oben hängt. Das sieht witzig aus. Okay, das wird nicht erkannt. Interessant. Hier ist nix. Der ist müde. Alter Schwede. Also tatsächlich schlafen. Okay, der schläft. Sehr schön, voll überrascht. Und tot. Nein! Jetzt aber. Wow, ein Rubin.
Sehr dankbar, der Freund. Sehr, sehr dankbar. Feenquellenruine. Der Held der Legende soll die Quelle aufgesucht haben, als er erschöpft vom Kampfe war und ihm erschien eine Fee. Seine Wunden wurden ihm sodann auf wundersame Weise geheilt. Zudem soll diese Fee ihre Pilger mit dem Glück des Wohlstands segnen, weshalb sie auch den Beinamen Göttin des Wohlstands trägt. Ah ja. Habe ich was verpasst? Ein bisschen. Aua, 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 aua. Was hast du denn für Klamotten an? Wie auch immer, wo bin ich hier? Ach ja, ich wurde ja von diesem riesigen Vogel. Captain! Captain Tetra! Dem Klabautermann sei Dank. Ihr seid unverletzt. Als ich euch in den Wald hoch oben auf den Berg stürzen sah, da dachte ich schon, es wäre um euch geschehen. Wald? Hoch oben auf dem Berg? Dieser verdammte Vogel hat mich also in den Wald oben auf den Berg fallen lassen? Das ist ja wohl die Höhe. Los, stehe nicht so untätig rum, Gonzo. Gehen wir. Mit diesem Vogel habe ich nämlich noch ein Hühnchen zu rupfen. Captain, was ist mit dem Jungen? Was soll schon mit ihm sein? Kümmere dich nicht um ihn und komm gefälligst mit. Ja, okay. Und wir einfach hinterher. Klar. Link! Hey, Idiot! Vollidiot! Zappe gefälligst nicht so rum! Was? Du willst an Bord unseres Schiffes? Jupp! Sag mal, hast du irgendwie nicht mitbekommen, wer wir sind? Wir sind Piraten, Kleiner! Glaubst du etwa, wir nehmen so einen nichtsnutzigen Knirps wie dich mit? Ich verstehe ja, dass du deine verschleppte Schwester unbedingt retten willst, aber wir sind weder eine Kreuz noch die Wohlfahrt. Wir haben nichts mit deinem Problem zu tun. Was du nicht sagst. Hey, geht's noch mit dir? Was quatschst du uns so von der Seite an? Seite dazwischen, du komischer Vogel. Nicht gleich aufregen. Ich wollte nur sagen, wenn du hier nicht aufgekreuzt wärst, hätte man dieses Mädchen auch nicht verschleppt. Willst du damit etwa irgendetwas andeuten? Ja, das will ich. Meine Arbeit als Postbote bringt es mit sich, dass ich viel herumkomme und viele verschiedene Inseln besuche. Richtig stolz, der Mann. Der Mann ist so richtig stolz auf seine Arbeit. Das nennt man Postboten. Der so richtig stolz auf seine Arbeit ist. Ist euch vielleicht zu Ohren gekommen, dass seit einiger Zeit auf diversen Inseln junge Mädchen entführt wurden? Und nicht nur das, es handelt sich dabei ausschließlich um Mädchen mit langen, spitzen Ohren, wie du.
Und das hier gerade eben verschleppte Mädchen hatte auch lange spitze Ohren, nicht wahr? Jeder in der Zelda-Welt hat lange spitze Ohren. Jeder. Was ich sagen will, dieser Vogel hat sie offensichtlich mit dir verwechselt und somit irrtümlich verschleppt. Und außerdem war es Link hier, der dich vor den Monstern im Wald gerettet hat. Stimmt das? Ja, und noch etwas. Hallo, ich kann auch für mich reden. Pass mal auf, Kleine. Zuckerpuppe, pass mal auf. Ich bin Link. Ich bin der große Held, der hier diese Welt retten wird. Ne, ich trage den Namen vieler anderen Helden vor mir. Und ich bin die Nummer 1 im Heldsein. Ich bin dein Macker. So, jetzt kannst du weiterreden, doofer Vogel. Dieser riesige Vogel scheint sein Nest, wenn man so will, in der verwunschenen Bastion zu haben, die nördlich von hier liegt. Die verwunschene Bastion? Du meinst diese Insel, die... Was gedenkst du also zu tun? Wenn ihr doch ohnehin schon dabei seid, wäre es da nicht das Schlauste, den Jungen gleich mitzunehmen? Pah, die Rede hättest du dir sparen können, denn das hatte ich sowieso vor. Über die verwunschene Bastion hört man ja in letzter Zeit nur die haarsträubendsten Geschichten. Sag bloß, du hast allen Ernstes vor, mit dieser Ausrede von einem Schwert dahin zu gehen. Ich meine, selbst auf dieser verschlafenen Insel muss es doch wenigstens noch sowas wie ein Schild geben, oder? Schließlich willst du vor eventuellen Gegnern ja nicht dumm dastehen. Sobald du etwas Brauchbares aufgetrieben hast, lasse ich dich an Bord. Und nur damit du Bescheid weißt, sind wir erstmal an Bord, kommen wir so schnell nicht mehr hier vorbei. Verabschiede dich also von deinen Lieben, damit sie dich nicht gleich vermissen. Hast du was gefunden, was als Schild taugt? Finde besser schnell etwas, bevor ich es mir anders überlege. Hey, Kleiner, du heuerst also sozusagen bei uns an. Sehr gut, als Neuer rangierst du nämlich sogar auch noch unter mir. Hehe. Hurra! Jetzt muss ich nicht mehr ich das ganze, die ganze Zeit das Deck schrubben. Für dich heißt es bald Deck schrubben, Tag und Nacht, mein Lieber. Hurra! Endlich kann ich den Mob weiterreichen. Mit dem will ich doch gar nicht reden. Lass mich mit Gonzo reden. Ich fass es nicht. Wofür soll das gut sein, so einen kleinen Knecht wie dich an Bord zu haben? Also echt, der Captain ist schon manchmal eine launische Frau. Kleiner, wenn du an Bord unseres Piratenschiffs gehen willst, dann musst du das auch mit festem Entschluss tun, ein richtiger Pirat zu werden. Wenn du also unterwegs rumheulst, dass du vom Bord willst oder dergleichen, dann schmeiß dich persönlich als Haifischfutter über die Reling, klar? Ich lege ja wirklich keinen Wert darauf, aber wenn du schon mitfahren musst, dann mach wenigstens hin mit deinen Vorbereitungen. Man will ja auch mal in See stechen. Ja, das passt noch nicht. Perfekt! So. Damit kann ich jetzt immer sagen, das ist meine Freundin. Und du... Du bist mein Vorbild. So. Link, die ganze Sache ist wirklich furchtbar. Ich kann zwar diesen schweren Weg nicht für dich beschreiten, aber wenn es Probleme gibt, besuche mich auf meiner Insel. Ich werde dir natürlich helfen. Klar, weil ich so einfach zu deiner Insel komme. Du brauchst dir keine Sorgen um deine Heimatinsel zu machen. Während du weg bist, sollte irgendwas vorfallen, werde ich es dich auf jeden Fall wissen lassen. Interessant. Komisch. Vorher bei Gothic ist meine Übertragungsrate total niedrig gewesen und hier ist sie jetzt hoch. So, dann verabschiede ich mich mal vorhin ein, ne? Würde ich sagen. Ja, feier am besten wieder runter, genau.
Okay. Tschüss. Du hast mir nichts mehr zu sagen. Nochmal eine Abkühlung genommen. Link. Ariel ist... Sag bloß, du hast vor, an Bord dieses Schiffs zu gehen und sie zu befreien. Link, gehst du irgendwo hin? Wohin? Du, hörst du mir überhaupt zu? Du darfst nicht fortgehen, Link. Nicht fortgehen. Ich kann dich ja gut verstehen, aber denk doch einmal nach. Wenn du dich entscheidest zu gehen, hat das langfristige Konsequenzen. Du begibst dich auf eine lange Reise. Du wirst nicht einfach mittendrin aufgeben können. Hast du wirklich das Zeug dazu, Link? Ja. Aufgeben steht nicht in meinem Plan. Link, ich habe Arets Stimme gehört. Dann stimmt es also. Was hat es eigentlich mit diesem Schiff auf sich? Was wären wohl gute Namen? Aber sag mal, Link, ist etwas vorgefallen? Du siehst so aufgebracht aus. Nein, überhaupt nicht. Mach du dir nur weiter Gedanken über die Namen. Mal gucken, was Vater Orko und Vater Orca zu sagen haben. Was hast du? Du machst so ein besorgtes Gesicht. Link, du bist wirklich ein kluger Junge. Die Lektionen, die ich anderen aufgehängt habe, werden dir sicher eine wertvolle Lebenshilfe sein. Scheue also nicht die Strenge. Habe ich das schon. Oder willst du etwa so werden wie mein Bruder da unten? Jedenfalls ist es draußen ganz schön unruhig. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich nur die Tür aufmachen. Na, wie sieht's aus? Bist du bereit für eine kleine Übungsstunde? Nicht so richtig. Okay. Mach dann nochmal dasselbe. Und ab. Komm. Nochmal trainieren. Haha. Ja, okay, dann mach nochmal die Übungsstunde. Hätte ich mir sparen können. Dir fehlt es natürlich noch an Übung, aber du bist wirklich ein Naturtalent. Sei also unermüdlich, denn die Übung wird aus dir sicherlich einen Meister machen. Wow. Wow. Für diesen Satz. Nochmal das ganze Tutorial. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Naja. Gut, gehen wir zu unserer Oma. Wir müssen natürlich beichten. Dreh dich mal weg.
Okay. Nicht so mein Fall. Link, was ist los? Bitte sag es deiner Großmutter. Wo ist Errol? Sie spielt doch noch draußen, oder? Du verheimlichst deiner Großmutter doch nichts, oder? Das Schild ist weg, welch Wunder. Link. Du suchst dies hier, nicht wahr? Nimm ihn. Du hast den Heroenschild erhalten. Man sagt, der legendäre Held soll ihn verwendet haben. Ja, der Welt von Termina. Termina ist richtig. In der Welt von Termina hat der Held der Zeit ihn benutzt. Aber sind wir in der Welt von Termina? Nein. Drücke ZR, um ihn vor dich zu halten. Du kannst dich mit erhobenem Schild bewegen, indem du ein Ziel erfasst. Dann ist es also wahr. Errol wurde verschleppt. Warum tun sie meiner Kleinen so etwas an? Ach, Oma, lass dich mal drücken. Arö. Ich komme bald wieder. Mit Arö. Uns wird nichts passieren. So. Okay, dann würde ich sagen, los geht's. Na, der Schild hat aber auch schon bessere Tage gesehen. Was? Ob der wohl noch zu gebrauchen ist? Naja, wird schon seinen Zweck erfüllen. Also dann, stechen wir in See. Bist du bereit? Ach, ich weiß nicht. Beeil dich mal, wenn du uns noch länger aufhältst, fahren wir ohne dich los. Sag mal, nimmst du das hier eigentlich ernst? Hast du wirklich vor, mitzukommen? Wir haben nämlich keine Lust, unsere Zeit mit dir zu verschwenden, nur weil du plötzlich Abenteuer spielen willst. Wir stechen in See. Bist du bereit? Nö. Das kann ich so oft machen, ey. So geil. Ja, das bin ich. Bang. Da 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 da. Ba ba da 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 da. Link, viel Glück! Rette deine Schwester Errol! Und pass gut auf dich auf! Da 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 da. Bam ba da 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 da. Bam ba da 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 da. Also in der GameCube-Version ging das Lied immer weiter und weiter. Das war so eine Dauerschleife. Bist du irgendwann mal fertig mit Winken? Hä? Wenn ich dich so sehe, frage ich mich, ob es nicht vielleicht das Beste wäre, du würdest dir die ganze Sache nochmal überlegen und vom Bord gehen. Aber die Musik hat sich echt verbessert. Es sind viel mehr Töne zu hören als in der alten Version. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich Kopfhörer auftrage und sonst nie mit Kopfhörern gespielt habe.
Glaub mir, bald bist du völlig fertig mit den Nerven und vom Heimweh zerfressen. Sei vernünftig, überleg es dir nochmal. Noch ist es nicht zu spät, um zur Insel zurückzukehren. Nein, ich werde meine Schwester retten. Und da wurde ich gespawnt, auf dem Piratenschiff. Ja, Leute. Dann speichere ich hier. Und kehre zum Titel zurück. Denn ich bin müde. Und wenn man müde ist, soll man schlafen gehen. Und das tue ich auch. Ich bedanke mich allerdings fürs Zusehen. Auf YouTube könnt ihr das natürlich nachverfolgen. Ja, das wird jetzt öfters kommen, The Legend of Zelda, The Wind Waker, HD, im 100% Run. Dialoge führen, Ambiente, so wie man es von mir kennt. Ich danke natürlich auch den Zuschauern, die live mit dabei waren. Ich hoffe natürlich, der Stream hat euch gefallen. Ja, ist ein schönes Spiel. Ich freue mich auf weitere Streams. Ich danke fürs Zuschauen und ja, dann sage ich nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, ob über YouTube oder über den Stream bei Twitch. Vielen Dank und gute Nacht.